Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Heute geht es um das Thema Aktienrückkäufe. Ein ganz wesentliches Grundlagenthema für dich als Investor. Du kommst nicht drum herum. Das heißt, du kommst um Dividenden rum, wenn du möchtest. Kannst du in Nicht-Dividendenzahler investieren, ausschließlich. Du wirst es aber kaum schaffen, in Nicht-Aktien-zurückkaufende Unternehmen zu investieren, denn Aktienrückkäufe, das werde ich dir noch näher da zeigen, sind weiter verbreitet als Dividendenzahlung heutzutage, zumindest in den USA, sowohl vom Anteil der Unternehmen, die Aktien zurückkaufen, als auch vom insgesamten Volumen. Das heißt, Dividenden spielen heutzutage nur noch die zweite Geige und die erste Geige sind Aktienrückkäufe. Wir werden uns auch damit beschäftigen, Pro-Kontra-Aktienrückkäufe. Ich werde dir einige Beispiele geben, sodass dann im Prinzip das Thema Aktienrückkäufe so ein bisschen sitzen sollte bei dir, sodass du dann, so wie es bei dir da in den Finanzmedien üblich ist, auf Enthüllungsjournalismus in Form von McDonald's Pimp den Gewinn über Aktienrückkäufe und Co. Verzichten kannst und deine Zeit sinnvoller verbringen kannst. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net, den wirst du auch in Action sehen, gibt auch einen Bezug zum Aktienfinder, aber dieses Wissen, was ich hier versuche zu vermitteln, ist toolunabhängig. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und zwar hier mit der Verbreitung von Aktienrückkäufen. Ich habe gesagt, du kommst kaum drum herum. Du wirst nicht drum herum kommen um dieses Thema Aktienrückkäufe, weil du immer Unternehmen in der Praxis haben wirst, in deinem Depot, die Aktienrückkäufe durchführen. Aktienrückkäufe werden gemacht von ganz unterschiedliche Unternehmen. Ich habe hier einen kleinen Merkzettel mal gemacht mit ein paar Unternehmen, auf die ich vielleicht dann noch im Lauf näher eingehe. Gibt es auch hier schon den wegfliegenden Geldschein, symbolisiert hier die Aktienrückkäufe. Ich habe einen Blogbeitrag dazu noch parallel verfasst, den werde ich jetzt dann noch verlinken. Und da gibt es unter anderem auch eine etwas größere Liste von 30 Unternehmen, die Aktienrückkäufe tätigen und die in ihren Bilanzen extrem hohe Bilanzpositionen eigener Aktien haben, die sie zurückgekauft haben. Wenn ein Unternehmen Aktien zurückkauft, dann kann es diese Aktien entweder vernichten, dann sind sie einfach weg, oder sie werden bilanziert und dann können sie theoretisch auch in Zukunft wieder ausgegeben werden. Hier sind also 30 Unternehmen, die die Aktien einziehen, also bilanzieren in dem Sinne. Und um dir mal zu zeigen, was für massive Auswirkungen oder Größenordnungen das annimmt. Gehen wir zum Beispiel mal hier auf Texas Instruments. Die habe ich hier drin, genau. Und dann schauen wir mal, hier haben wir die Bilanz des Unternehmens. Da muss ich jetzt noch den Goodwill einblenden. Und das ist im Prinzip, wenn ich ein bisschen näher hier reinzoome, das ist jetzt der letzte Stand zum 31.03. diesen Jahres. Und wenn du diese Balken komplett aufaddierst, diese einzelnen Bilanzpositionen, ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber die Summe stimmt, dann kommst du jetzt hier auf 12, 16, 17, noch was Milliarden US-Dollar Vermögenswerte in der Bilanz. 17, noch was Milliarden. Und wenn du jetzt hier die zurückgekauften Aktien noch ebenfalls anzeigen lässt, dann mache ich jetzt. Dann siehst du, dass die Summe oder der Wert der zugekauften Aktien 36 Milliarden US-Dollar beträgt. Sprich, es ist über doppelt so viel, wenn ich jetzt so richtig überschlage, als das komplette Vermögen, also kompletten Vermögenswerte von Texas Instruments. Die haben also für doppelt so viel Geld sozusagen eigene Aktien in ihre Bilanz, als ihr komplettes Vermögen eigentlich wert ist. Und das ist noch nicht mal das krasseste Beispiel, das ich im Aktienfinder gefunden habe. Jetzt liegt die Frage nahe, wie kann es denn sein, dass das komplette Unternehmen oder dass die Bilanzsumme bzw. das Vermögen, das ist synonym, irgendwas um die 17 Milliarden Dollar beträgt, aber eine einzige Bilanzposition, nämlich die eigene Aktien, bereits 36 Milliarden, also viel, viel größer ist. Wie passt so eine große Summe in so eine kleine Bilanz sozusagen? Das Geheimnis ist ganz einfach. Also es ist im Prinzip eine Bilanzverkürzung, wenn du Aktien zurückkaufst. Also keine Angst, ich zeige dir das gleich bildlich auch nochmal. Ja, bildlich, ja, doch, ich zeige es dir auf jeden Fall gleich nochmal.
Und die eigenen Aktien, die werden auf der Passivseite negativ verbucht. Und das führt dann zu einem Schrumpfen des Vermögens, was ja auch richtig ist, weil wenn du Aktien zurückkaufst, dann schrumpft das Vermögen, weil dein Kassenbestand sozusagen schrumpft. Ich zeige dir das jetzt mal hier für Texas Instruments in der FactSet Workstation. Das ist ja unser Datenlieferant vom Aktienfinder. Das ist aber nicht Texas Instruments, das ist eine andere Aktie. Dann müssen wir hier mal kurz zu Texas Instruments weitergehen. Und sollte auch gleich da sein. Da haben wir es. Hier haben wir also die Total Assets, das ist die Bilanz hier zum 31. März 2020. Und da haben wir dann das gesamte Vermögen beträgt 17,283 Milliarden US-Dollar. Das ist also das hier, ja, wenn ich das hier aufaddiere, dann sind das 17,283 Milliarden US-Dollar. Und jetzt haben wir hier diesen fetten Brocken an zurückgekauften Aktien, 36 Milliarden US-Dollar. Ja, wo stehen die denn jetzt in der Bilanz? Das ist die linke Seite der Bilanz, das ist die rechte Seite der Bilanz, das ist also Vermögenswerte. Und hier die rechte Seite der Bilanz natürlich genauso hoch, auch 17,283 Milliarden Vermögenswerte. Und das ist also die Mittelherkunft. Schulden insbesondere und Eigenkapital. Und wenn wir jetzt ein bisschen runter scrollen, dann siehst du hier diese Treasury Common Stock, also eigene Aktien in Höhe von 36 Milliarden und 2 Millionen US-Dollar, aber eben negativ. Und dieses Negative, das zieht eben der also abgezogen hier oder das vermindert die Mittelherkunft, also das Eigenkapital insbesondere. Und ist natürlich auch abgezogen worden zum Zeitpunkt des Kaufs hier von den kompletten Vermögenswerten, also hier vom Geldbestand sozusagen. Es wurde ja höchstwahrscheinlich mit Geld bezahlt. Und so kann es sein, dass so viele eigene Aktien in so eine kleine Bilanz reinpassen. Und das sind eben jetzt hier die Dimensionen, mit denen wir es zu tun haben. Es ist nicht das einzige Beispiel. Hier habe ich Texas Instruments kommt an dritter Stelle. Ich habe in meinem Blogbeitrag hier mal aufgelistet, wo die eigenen Aktien sozusagen die Bilanz sprengen. Und an erster Stelle steht die Waters Corporation. Die haben eine Bilanzsumme von knapp 2,7 Milliarden Euro, aber eigene Aktien in der Bilanz von 8,8 Milliarden Euro. Das heißt, 330% der Bilanzsumme, also 100% der Bilanzsumme wäre genau entsprechend der Bilanzsumme. 200% wäre doppelt so viel und hier 330% bei Texas Instruments sind wir bei 208%. Und das sind also doch ganz ordentliche Beträge. Und hier siehst du, dass viele oder einige dieser Unternehmen jedenfalls, also über die Hälfte, ich kann hier nochmal weiterblättern, hier fast alle, also viele Unternehmen auch zugleich Dividendenzahler sind, also Dividenden ausschütten, haben wir hier die üblichen Verdächtigen dabei, die auch so immer wieder durch die Medien geistern, hier wie McDonald's, Illinois Toolworks beispielsweise, Colgate, ja, Citrix Systems, die auch im Starterdepot sind. Was haben wir hier noch? Philip Morris, Procter & Gamble, Mastercard, Home Depot und so weiter. Also alle möglichen Arten, auch von der Kategorie her, schnell wachsende Unternehmen, langsam wachsende Unternehmen, ist alles quer durch die Bank durch. Jetzt könntest du die Frage stellen, warum ist denn das so verbreitet mit diesen Aktienrückkäufen? Was ist denn daran irgendwie so geil? Mit dem beschäftige ich mich hier weiter oben. Und dann erst nochmal zum Ist-Zustand, beziehungsweise können wir gleich in die Originalquelle reingehen. Und da gibt es zwei, wie ich finde, interessante Grafiken. Die eine ist die hier. Und die zeigt, sind jeweils, diese Grafik zeigt den Zustand in den USA an. Und zwar, wie sich die Mittelverwendung, die Bedeutung von Dividenden und Aktienrückkäufen im langfristigen Zeitverlauf hier seit 1980 verschoben hat. Und zwar zu Ungunsten der Dividende. Wir haben hier einmal diese Balken und dann diese Linien. Und bei den Balken, da geht es darum, geht es um die Höhe der Aktienrückkäufe in Milliarden Dollar jeweils und dann von Dividenden. Da siehst du dann, wie sie sich zueinander verhalten. Noch Anfang der 80er Jahre haben vom Volumen her Aktienrückkäufe kaum eine Rolle gespielt, waren sehr viel niedriger als Dividenden. 1982 dann wurde erlaubt, dass die US-Unternehmen an der Börse, also öffentlich sozusagen, Aktien zurückkaufen, so wie normaler Marktteilnehmer auch. Und das war sozusagen der Startschuss und hat die Bedeutung der Aktienrückkäufe
zugenommen. Nicht immer sofort und immer gleichermaßen. Aber ab dem Jahr 1997, dann haben die Aktienrückkäufe die Dividenden überschritten vom Volumen her. Da gab es dann auch hier sozusagen den Crossover am Anteil der Unternehmen, die Dividende und Aktien ausgeschüttet haben und Aktien zugekauft haben. Also 1997 war sozusagen der Wendepunkt. Und seitdem haben Aktienrückkäufe eine höhere Bedeutung, hier mal mit Ausnahme im Jahr 2013 und als Dividenden. Und jetzt hier im Jahr 2018, 2019 noch nicht drin. Aber ich denke, in 2019 ist es ungebrochen gewesen, dieser Trend. Wir haben Aktienrückkäufe ein höheres Volumen, deutlich höheres Volumen als Dividenden. Und es gibt auch mehr Unternehmen jetzt mittlerweile, die in den USA die Aktien zurückkaufen. Das ist diese orange Linie gegen als Unternehmen, die Dividenden ausschütten. Das war Anfang der 80er noch ganz umgekehrt. Da ungefähr 4 von 5 Unternehmen, also 80% der US-Unternehmen, Dividende ausgeschüttet. Heute sind es noch gleich über 40%, also hat sich fast halbiert. Und die Unternehmen, die Aktien zugekauft haben, das lag da unter 30% und heute sind es über 50%. Also das Verhältnis hat sich sozusagen umgekehrt. Ja, dann haben wir nicht nur die USA, wo wir jetzt so einen Trend haben, dass die Aktienrückkäufe zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das ist auch beispielsweise in Europa der Fall. Es ist diese dunkle Linie hier, da seht ihr das. Aktienrückkäufe fängt hier bei im Jahr 1992 an. Damals noch nur von unter 5% der Firmen getätigt wurden. Heute sind es 26% der Firmen. Also hat sich mehr als verfünffacht das Volumen der Unternehmen, die Aktien zurückkaufen. Das gleiche hier im Raum Asien-Pazifik und hier haben wir noch Kanada. Da dümpeln Aktienrückkäufe doch eher so rum. Aber dieses Land scheint wohl eher die Ausnahme zu sein. Hier haben wir zwei Kontinente, wo die Aktienrückkäufe dann ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Wie gesagt, ist ein Thema, kommst du nur schwer drum rum, beziehungsweise überhaupt nicht drum rum. Ja, du kannst drum rumkommen, wenn du dein Geld auf dem Sparbuch versauern lässt, aber das sollte ja nicht dein Ziel sein. Dann haben wir uns hier unten im Blogbeitrag, das wäre dann im Prinzip die nächste Frage. Wenn wir nicht drum rumkommen, dann sollten wir doch wenigstens wissen, ob die Aktienrückkäufe gut sind oder schlecht sind. Und da gibt es, wie so oft im Leben, zwei Versionen. Oder es gibt ein Pro und ein Contra. Und am besten kennt man alle. Dann kann man also die Argumente gewichten für sich persönlich. Gehen wir sie mal durch. In der Kritik ist es oft so, dass man sagt, dass diese Aktienrückkäufe, die werden ja vom Management initiiert. Gut, sie werden in der Hauptversammlung freigegeben durch die Aktionäre, aber sie werden initiiert quasi vom Management. Und das Management macht das vielleicht, weil ihre Boni an Kennzahlen gekoppelt sind, die man durch Aktienrückkäufe schönen kann. Sei es der Aktienkurs oder sei es Kennzahlen pro Aktie wie Gewinn pro Aktie zum Beispiel. Auch böse wäre, wenn das Management sowas macht und nach der Ankündigung von Aktienrückkäufen hat man schon beobachtet, dass die Kurse sich dann eher positiv entwickeln. Und könnte ja sein, dass das Management dann die Aktien verkauft nach so einem Aktienrückkauf und sie vorher gekauft hat. Wäre natürlich auch nicht so toll, wenn sie dann Kasse machen wollten, aus selbstsüchtigen Gründen sozusagen. Und was für dich als Aktionär natürlich auch noch sehr, vielleicht das wichtigste Argument, denke ich tatsächlich, ist es, es erschwert dir die Suche und es erschwert dir die Fundamentalanalyse, weil die am weitesten verbreiteten Kennzahlen, an denen sich viele Aktionäre orientieren, sind halt die Kennzahlen pro Aktie und durch Aktienrückkäufe werden die halt positiv beeinflusst und es eigentlich. Also langfristig funktioniert eigentlich nur oder langfristig kannst du nur von steigenden Kursen und Dividenden profitieren, wenn dieses Wachstum aus einer inneren Stärke des Unternehmens kommt, also organisch ist und nicht sozusagen auf Pump, weil das Unternehmen vielleicht mal früher gut lief und die jetzt noch viel Geld auf der hohen Kante haben und dann durch Aktien zurückkaufen, dann mit diesem Geld oder vielleicht sogar Schulden machen, um Aktien zurückzukaufen. Wobei auf die Schuldproblematik kommen wir noch. Ist im Prinzip das gleiche wie bei Dividenden. Bei Dividenden kann es ja auch sein, dass die aus der Substanz bezahlt werden. Ist ja beides mal quasi Geld, was weggeht, nur woanders hingeht, aber es geht halt aus dem Unternehmen raus. Und dann kommt es halt auf die Finanzierungsquelle an. Das sind so die negativen Aspekte, die oft genannt werden. Es gibt aber auch positive Aspekte.
Und oft kann man eine dieselbe Sache halt aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. So auch das Verschönern von der Kennzahlen pro Aktie. Das ist nämlich nichts anderes, als dass du als Aktionär, der ja eine gewisse kleine Anzahl meist an Aktien besitzt, du jetzt halt einen größeren Anteil am gesamten Unternehmen besitzt, weil es weniger Aktien gibt. Ist eine Acht, dann hat repräsentiert eine Aktie eben einen größeren Anteil am Unternehmen. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Was haben wir noch? Steuerzahlungen, genau. Wenn du jetzt Aktienrückkäufe vergleichst mit Dividenden, dann weißt du ja wahrscheinlich aus eigener leidvoller Erfahrung, dass Dividenden eine Steuer auslösen, die Kapitalertragssteuer von 26, irgendwas Prozent. Und ein Aktienrückkauf löst keine Steuerlast aus. Das heißt, dann entscheidest im Prinzip du, wann die Steuer fällig wird, nämlich wenn du die Aktie verkaufst. Das heißt, ein Aktienrückkauf macht den Anteil einer Aktie wertvoll am Unternehmen. Deshalb sollte tendenziell der Aktienkurs steigen. Du musst aber erst Steuer bezahlen, wenn du das quasi versilberst, deine Kursgewinne. Das ist also ein Steuervorteil. Und was haben wir noch? Aus Unternehmenssicht, das wissen die meisten nicht, sind auch, Moment, da muss ich jetzt noch mal kurz gucken. Ah ja, richtig. Aus Unternehmenssicht ist es so, dass wenn du die Anzahl der Aktien reduzierst, dann reduzierst du ja auch das Eigenkapital. Und sowohl Fremdkapital als auch Eigenkapital kosten einem Unternehmen Geld. Fremdkapital, klar, das sind die Zinsen, das Unternehmen bezahlen muss. Eigenkapital ist ja im Prinzip aber auch, wenn du so willst, Fremdkapital, halt nur vom Aktionär, ja, der dem Unternehmen sein Geld gegeben hat, und der will ja auch was sehen, beispielsweise in Form von Dividenden. Und wenn das Unternehmen jetzt die Anzahl der ausstehenden Aktien durch Aktienrückkäufe reduziert, dann muss es für die zugekauften Aktien keine Dividende mehr ausschütten. Du weißt ja selbst aus eigener Erfahrung, du schaust bei der Aktienanalyse nach den Kennzahlen pro Aktie und zum Beispiel auch Dividende pro Aktie. Und wenn dann die ganze Zeit die Dividende jetzt von den letzten, was sage ich jetzt beim Beispiel mache, in den letzten 3 oder 5 Jahren jeweils um 10 Cent gestiegen ist, dann erwartest du halt, dass es nächstes Jahr auch wieder 10 Cent sein werden. Ja? Das heißt, du denkst nicht als Aktionär, aus der kompletten Summe des Unternehmens, also aus der kompletten Dividendenhöhe, also wenn das Unternehmen jetzt Dividende ausschüttet in Höhe von 5 Milliarden Dollar oder so, dann denkst du nicht an die 5 Milliarden Dollar, sondern du denkst an die 2 US-Dollar pro Aktie, die du kriegst. Das ist halt quasi die Aktionärsbrille, die du aufhast. Und insofern kommt das Unternehmen halt schön um die Dividende rum, beziehungsweise kann die Dividende senken, wenn es Aktien zurückkauft. Weil um aus den 2 Dollar pro Aktie halt 2,10 Dollar pro Aktie zu machen, das hätte sie so oder so getan, aber sie muss dann halt für weniger Aktien machen. Also muss halt weniger Dividende in Summe ausschütten. So wird halt durch die Reduzierung des Eigenkapitals tatsächlich auch Geld gespart. Genauso wie wenn das Unternehmen sozusagen Schulden zurückbezahlt hätte. Andere Vorteile sind noch das Erschweren feindlicher Übernahme, weil es dann weniger ausstehende Aktien gibt, die der Bösewicht, der böse Konkurrent quasi kaufen kann und dann irgendwann hier an die Tür zu klopfen und sagen, hier winke, 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 ich habe jetzt so und so viel Prozent von deinem Unternehmen, etchi betchi. Und man kann natürlich auch Kurspflege betreiben. Wenn man es negativ sehen will, ist es Kursmanipulation. Wenn man es positiv sehen will, ist es Kurspflege. Im besten Fall sogar noch kann das Unternehmen Aktien einsammeln, wenn die gerade unterbewertet sind. Und dann werden die Aktien mit Erwerbwert und theoretisch, falls sie nicht vernichtet werden, könnte man ja später damit Übernahmen stemmen oder die auch wieder zurück in den Markt geben, um wieder ein frisches Kapital einzusammeln. Theoretisch jedenfalls. Genau, das wäre also dann Pro und Contra. Und dann wollte ich jetzt mal zum Aktienfinder hier mal gehen und dir mal zeigen, wie das jetzt in der Praxis aussieht. Der Aktienfinder hat sich dem Ganzen nämlich angenommen. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt einen relativ großen Nachteil in der Praxis für dich als Aktionär. Und das ist eben die Geschichte. Hier siehst du die Kennzahlen pro Aktie. Hier siehst du den Gewinn und die Dividende pro Aktie. Und es geht dir dann zum Beispiel vor allem um den Gewinn. Jetzt möchtest du wissen, ja, wie sieht denn das jetzt aus? Ist dieser Gewinn organisch zustande gekommen durchs eigene Wachstum des Unternehmens?
Oder wurde der quasi gekauft, beziehungsweise in welchem Verhältnis steht es zueinander? Da wollte ich mir mal Apple oder ich wollte dir mal Apple ein bisschen näher bringen. Haben wir hier wieder den Gewinn und die Dividende. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runtergehen, dann siehst du hier, wie die erstmal die Anzahl der ausstehenden Aktien, jetzt mal hier so ein bisschen ran, siehst du, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien erstmal gestiegen ist und hier seit dem Jahr 2013 geht es doch mit der Anzahl der ausstehenden Aktien zügig bergab. Und der Clou oder was dir jetzt helfen kann, ist, dass die Gewinnsteigerung von Jahr zu Jahr hier im Aktienfinder aufgedröselt wird nach zugekauftem Gewinn durch Aktienrückkäufe und nach organischem Gewinn. Wenn wir hier erstmal das Gewinnwachstum, das gekauft wurde, quasi einblenden, dann siehst du, wir machen kommt zu und komplett raus, machen auch die Anzahl der ausstehenden Aktien raus. So ein Bild, das im Prinzip typisch ist für die ganzen US-Unternehmen. Das heißt nämlich, am Anfang, also lange Zeit, waren Aktienrückkäufe nicht sehr hoch ausgeprägt. Apple ist vielleicht schon ein Extrembeispiel, weil hier ist die Anzahl der ausstehenden Aktien erstmal sogar noch gestiegen. Das heißt, dass der Gewinn verwässert wurde, weil es mehr Aktien gab. Aber dann plötzlich hat sich das Ganze umgedreht, angefangen im Jahr 2013. Und jetzt siehst du hier diese grünen Balken. Und diese grünen Balken symbolisieren eben zugekaufter Gewinn. Und zwar pro Aktie jetzt. Haben wir dann zugekauften Gewinn, ich mache die Anzahl der ausstehenden Aktien mal weg hier, hat angefangen mit 8 Cent pro Aktie, 39, einen halben Dollar schon, mal ein bisschen weniger, 57 Cent und dann Spitze 83 Cent. Und jetzt ist natürlich mal interessant zu wissen, ob wie diese zugekauften Gewinne im Verhältnis stehen zum eigentlichen Gewinnwachstum von Apple. Das kannst du jetzt auch noch zusätzlich einblenden. Dann siehst du hier diese hellen Balken, das ist eben der zugekaufte Gewinn und der dunkelgrüne Balken, das ist das organische Gewinnwachstum. Und da siehst du schon, dass es doch wesentlich was ausmacht. Und zum Beispiel im Geschäftsjahr 2019, was im September zu Ende war, ist es so, dass wir ein Gewinnwachstum hatten, organisch, von minus 85 US-Cent. Das heißt, faktisch der bilanzierte Gewinn ist zugegangen, während wir durch Zukäufe ein Gewinnwachstum hatten von 83 US-Cent. Das heißt, das hat es den organischen Verlust sozusagen ausgeglichen, mehr oder weniger, blieben dann noch 2 US-Cent minus übrig von 2018 auf 2019. Wenn wir hier hingehen nach oben, dann sieht man das. Der Gewinn, mal Dividende mal weg, der Gewinn pro Aktie 2018 war 11,91, nur noch 11,89, also 2 US-Cent weniger im Jahr 2019. Wenn du das so anguckst, dann ist es quasi, als wäre nichts gewesen. Das ist dann sozusagen eine Seitwärtsbewegung. In Wirklichkeit, aber in Wirklichkeit ohne Aktienrückkäufe, wenn du die mal wegblendest, wäre der Gewinn dann um 85 US-Cent zurückgegangen. Und das hilft eben, um ein bisschen besser beurteilen zu können, die Fundamentalanalyse. Das heißt, das organische Wachstum des Unternehmens. Das ist jetzt muss man natürlich auch gesamthaft betrachten, das Ganze. Also, das ist jetzt hier der bilanzierte Gewinn. Wir haben aber nur noch die Cashflows und wir haben auch den bereinigten Gewinn. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das würde dann, glaube ich, den Rahmen des Videos sprengen. Das würde dann sonst hier eine Vorlesung werden. Das ist heißt halt also nicht, das ist also nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass Apple ein schlechtes Unternehmen ist. Man sieht ja hier, dass wir langfristiges Gewinnwachstum haben. Wir haben uns jetzt ja nur dieses Jahr hier angeguckt, also die Differenz von 2018 auf 2019, auch hier nur den bilanzierten Gewinn und weder Cashflows noch bereinigte Gewinne. Und auch nicht die Ursachen jetzt für jede Seitwärtsbewegung. Aber egal, es geht hier ums Prinzip, dass du jetzt unterscheiden kannst, das Gewinnwachstum, ob es jetzt vom organischen Wachstum herkommt oder ob es zugekauftes Wachstum ist. Was jetzt noch wichtig ist, das ist ähnlich wie bei Dividenden, ob die Aktienrückkäufe für das Unternehmen möglicherweise schädlich sind. Wie kriegst du das raus? Im Prinzip wichtig, ob die Aktienrückkäufe irgendwie an der Substanz des Unternehmens zehren. Das heißt, werden die zum Beispiel auf Pump gemacht und belasten sie das Unternehmen. Im schlimmsten Fall kann das Unternehmen dann keine Investitionen mehr tätigen. Und da ist jetzt Apple ein ganz interessanter Fall. Wenn du dir mal die Schulden anguckst, dann siehst du, dass, machen wir mal das weg und dann die Anzahl der ausstehenden Aktien, dass es so eine gewisse Korrelation
gibt, jedenfalls ab hier. Na, hier sind die Zahlen einfach noch so klein, dass sie nicht aussagekräftig sind. Jetzt zoomen wir nochmal hier ran. Ab 2 haben wir hier, ab 2,4, dann hier auch mal ab 2,4. Und man sieht auf jeden Fall hier einen gewissen Zusammenhang zwischen steigenden Schulden und der schwindenden Anzahl an Aktien, weil eben die Aktien zurückgekauft werden. Das heißt, es ist doch hier relativ klar ersichtlich, dass Apple Schulden aufgenommen hat, um die Anzahl der ausstehenden Aktien zu reduzieren und es nicht zu knapp. Also wir hatten hier dann noch 58 Milliarden, dann 83 Milliarden Schulden, 120 Milliarden, also mal 40 Milliarden Schulden aufgenommen. Dann hier einfach nochmal 50 Milliarden mehr. Hier waren wir mal bescheiden mit 21 oder 22 Milliarden, hat es dann auch hier wieder ein bisschen krachen lassen mit ungefähr knapp 50 Milliarden Schulden plus. Und hat man halt Aktien zugekauft. Klar, das Geld momentan ist billig. Und wie ich schon dargelegt habe, wenn du eigene Aktien zurückkaufst, Apple schüttet ja auch Dividende aus, dann müssen die im Prinzip in Zukunft weniger Dividende ausschütten. Ist also jetzt nicht unbedingt verkehrt. Und insbesondere bei Apple ist es eben auch so, dass auch wenn sie jetzt die Schulden sehr stark erhöhen, wir ja keine Problematik sehen, oder ich jedenfalls nicht, mit der Zurückbezahlung der Schulden. Da kann man nämlich hier die Tilgungskraft ja noch einblenden im Aktienfinder. Und da siehst du, dass die momentan eine Tilgungskraft haben. Das ist das theoretische, der theoretische Geldbetrag, den Apple nehmen könnte, um die Schulden zurückzubezahlen, der aus einem Jahr erwirtschaftet wurde, in Höhe von über 50 Milliarden US-Dollar. Das heißt, innerhalb von etwas unter 5 Jahren hätten sie alle Schulden getilgt, die sie hier im Laufe der Jahre aufgenommen haben. Und natürlich würde die Anzahl der ausstehenden Aktien weiterhin so niedrig bleiben. Das Ganze geschieht ja ohne neue Aktien auf den Markt zu bringen. Das heißt, die hätten die Schulden das quasi durch die in Form von Dividenden reduziert und dann auch noch die ganzen Schulden getilgt. Hier also kein Problem. Wir könnten aber sicherlich auch andere Unternehmen finden, wo das vielleicht ein bisschen problematischer ist, weil die Tilgungskraft keine so gute Figur abwirft und die Schulden trotzdem noch relativ hoch sind. Gut, ich denke, wir belassen es mal dabei. Ich hoffe, der Einblick hat dir gezeigt, was für eine hohe Bedeutung Aktienrückkäufe haben, dass es Pro und Contra gibt bei Aktienrückkäufen und wie du jetzt hier beispielhaft im Aktienfinder dir ein eigenes Bild machen kannst, ob die Aktienrückkäufe möglicherweise eine Gefahr darstellen für das Unternehmen, also ob sie an der Substanz des Unternehmens zehren und insbesondere, dass du bei der Aktiensuche jetzt halt siehst, ob das Gewinnwachstum organisch oder gekauft ist und das Verhältnis zueinander siehst. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf gute Investments. Tschüss.